Rassismus und Faschismus sind eine Krankheit in unserer Gesellschaft, die versucht, sie künstlich zu teilen, anstatt zu sehen, dass es Potenziale gibt, dass die Gesellschaft bereichert wird durch Migration, dass es andere Probleme gibt als Migration, nämlich Armut und Ähnliches, die nicht durch Migrantinnen verursacht werden. Und man muss einfach einsehen, gemeinsam sind wir mehr.